meine lieben zauberhaften Wesen. Ich habe hier heute für euch wieder die neue Herzstück. Und zwar die Nummer 5 aus diesem Jahr. Die ist für September und Oktober. Und ich dachte, wir schauen uns die ein bisschen an und ich lese für euch ein bisschen drin. Ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also, das ist der Herzstück Inspirationen für Leib und Seele. Die haben immer so unglaublich schöne Fotos, Illustrationen. Habe ich noch nie in einer vergleichbaren Zeitschrift so empfunden. Also, die werden immer so bedacht ausgewählt. Liebe Leserinnen, liebe Leser, es gibt ja nun wirklich spektakuläre Herzformen in der Natur zu entdecken. Als dieses zerrupfte Exemplar am Rande eines Feldweges denken vielleicht einige, das Bild hier ist gemeint. Dieses Herz aus verblühten, trockenen Dolden. Es ist schon ganz schön vom Winde gezeichnet. Aber ist es nicht gerade deshalb wunderschön? Und erinnert es uns nicht gerade deshalb an unser eigenes Herz? Die allermeisten Herzen mussten ja schon so manches an Sturm überstehen. Etwa den der ersten Liebe, die ja selten gut ausgeht. Dann die vielen Hoffnungen, von denen sich so viele zerschlagen. Verluste, Traurigkeit und immer wieder Neuanfänge. Ist es da wichtig, ob ein Herz perfekt aussieht? Ist es nicht viel wichtiger, dass es echt ist und schlägt? Mit der Selbstliebe ist es doch genauso. Sie fängt damit an, endlich den dummen Wunsch nach Perfektion abzuschütteln. Denn der steht uns im Weg, wenn wir so leben wollen, wie es uns wirklich entspricht. Perfektion um jeden Preis. Das wäre in etwa so, als würde die Blume sich weigern, im Herbst die Blätter abzuwerfen, als bestünde sie darauf, immer in voller Blüte zu stehen. Der Preis dafür wäre hoch, man könnte sie nur abschneiden und ein paar Tage in der Vase bewundern. Wie schade das wäre. Und das würde ihr und uns nicht alles entgehen. Die Herbststürme und die Abendsonne und dieses zarte Wunderwerk, das Wind und Wetter jetzt nach der Blüte aus ihr geschaffen haben. Nehmen wir die Unvollkommenheit an. Nehmen wir uns selbst an. Das Leben wird dann viel schöner. Chefredakteurin Anna wirklich recht. Hier auch wieder wunderschön.
Selbstliebe. Was brauchst du gerade? Es ist gar nicht so einfach zu spüren, was wir wirklich brauchen. Denn ständig versucht uns jemand einzureden, was es ist. Einen neuen Handyvertrag, mehr Klamotten, mehr Hobbys und so weiter. Aber oft brauchen wir ganz andere Dinge. Zeit zum Beispiel, Sonnenschein oder einen Moment für uns allein. Selbstliebe heißt, sich mal vom Alltag freizunehmen und ruhig den eigenen Bedürfnissen zu lauschen. Freiheit. Den Wind spüren. Einerseits sind wir wunderbar frei. Freier als die Menschen wohl jemals in der Geschichte waren. Andererseits sind wir Sklaven, denn wir gehorchen unseren Handys und dem Stress, als seien sie unsere Herren. Schaffen wir uns doch öfter mal kleine Pausen der Freiheit, in denen uns der Wind um die Nase oder um die Füße weht, in denen der Zufall und der Übermut eine Chance haben. Es tut einfach gut. Ankommen bei dir selbst. Wunderbar, das Glück in der ganzen Welt zu suchen. Sich auszuprobieren und einzutauchen in fremde Kulturen. Nur eins ist noch besser und wichtiger. Irgendwann bei uns selbst anzukommen. Vielleicht hilft uns dabei ein Buddha oder eine indische Gottheit. Vielleicht aber auch ein stilles Gebet. Mit einem Mal spüren wir die Kraft und Weite in uns selbst. Dann ziehen wir wieder los. Diesmal auf Seelenreise. Suche, Tanz mit dem Licht. Es gibt einen Spruch, der lautet: Verloren zu gehen, hilft dir, neue Wege zu finden. Ein wenig verloren wirkt auch die Frau auf dem Foto. Als habe sie keinen festen Stand, als wanke vielleicht sogar der Boden ein wenig. Dieses Gefühl kennen wir wohl alle, wenn wir unseren Lebensweg erst wiederfinden müssen. Erinnern wir uns dann an diesen Spruch. Fassen wir Mut und tanzen wir, statt zu verzagen. Verloren zu gehen hilft dir, neue Wege zu finden. Das Paradies in dir. Kinder haben ziemlich konkrete Vorstellungen vom Paradies. Es gibt dort alles und alle sind immer gut gelaunt. Unsere Vorstellung davon ist vermutlich abstrakter. Aber wir denken gar nicht mehr daran, was schade ist. Denn je klarer wir uns etwas ausmalen, desto eher erleben wir es auch. Träumen wir uns also ruhig öfter mal in richtig schöne Zeiten. Es tut unserer Seele so gut, dass wir uns wie im Paradies fühlen. Packeselchen. Schön und robust, die Taschen und Rucksäcke von Freitag werden aus ausgedienten LKW-Planen hergestellt. Die Designer schneiden dazu die besten Motive heraus.
Schlüsselanhänger und Portemonnaies aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen gibt. Das erinnert mich daran. Auch wieder ein wunderschönes Foto. Annehmen statt kämpfen. Alles ist für etwas gut. Schwere Zeiten, Krisen, Schicksalsschläge, Krankheit oder gar ein Unglück. Wer kennt das nicht? Doch seltsam, so ungut es sich anfühlt, mitten im Schlamassel zu stecken. So sinnvoll sind die Stolpersteine des Lebens, oft im Nachhinein. Astrid Lindgren etwa hätte nie angefangen zu schreiben, wenn sie nicht einen Zeitvertreib gesucht hätte, als ihre Tochter krank war. Der Trick, schon in der Krise vorausschauen und spüren, es ist für etwas gut, es wird wieder. Ich darf loslassen. Es ist für etwas gut. Es wird wieder. Ich darf loslassen. Nimm das Leben an auf Regen, folgt Sonnenschein. Und jede Herausforderung lässt uns innerlich wachsen. Hoch hinaus willst du oder willst du nicht? Nimm noch einmal Anlauf. Vielleicht wirst du es beim nächsten Schwung schaffen. Oder beim übernächsten. Stell dir diese Fragen immer wieder, wenn etwas nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast. Notiere für dich. Weiß, wofür es wieder gut ist. Notiere für dich, was genau ist geschehen. Was war dein Ziel? Was war dein Ziel? Wer ist dir begegnet? Wer ist dir begegnet? Warst du unterwegs? Wohin warst du unterwegs? Was hat das in dir ausgelöst? Was hat das in dir ausgelöst? Wie hat sich dein Tag durch diese Situation oder Begegnung verändert? Dein Tag durch diese Situation oder Begegnung verändert? Was kannst du daraus lernen? Was kannst du daraus lernen? Und ich glaube, damit verabschiede ich mich jetzt von euch, ihr lieben Zauberwesen. Bleibt immer dran, es lohnt sich. Vielleicht ist nicht jeder Tag gut, aber in jedem Tag kann etwas Gutes stecken. Bleibt dran, es lohnt sich. Womöglich läuft es in unserem Leben gerade nicht rund, besonders in der herausfordernden